Hey ho meine Schnitzel und herzlich willkommen zu einer Runde Let's Play World of Warcraft. Wir sind in der violetten Festung und ja. Oh Gott, ich glaube, ich habe was falsch gemacht. Der Typi sollte da möglichst schnell raus. Und wir sind zu viert. GG. Ja, geil. Ja, geil. Habt ihr jetzt generell AFK-Cover oder? Ich glaube, mein Sound ist wieder aus. Nein? Toll. Tja. Also, hier sieht man die Uhrzeit. Wir haben recht spät. Eigentlich hatte ich das schon aufgenommen. Aber da gab es dann Komplikationen. Und es ist jetzt so, dass ich jetzt das erste Mal mit Full HD und 60 FPS aufnehme. So, Gottes Willen ist neu. 3 Minuten Cooldown und Flächenheal, das muss ich mir merken. Auf jeden Fall. Ja. Ich nehme in Full HD und 60 FPS auf. Ich wollte mir einfach mal angucken, wie das so mit dem Hochladen ist und wie das so aussieht. Ob das wirklich einen großen Unterschied macht zu meinen anderen Videos. Hast du einen Shadow Spec? Ich habe keine Ahnung, was das ist. Ich weiß aber, dass ich das hier rauspacken kann. Und das da rein. Dann macht wenigstens so Damage. Fair. Ich hoffe nicht ich. Doch, ich glaube, er meint mich. Was habe ich so in der letzten Aufnahme so erzählt. Da ist er ja. Was habe ich da erzählt? Ach ja, ich habe von Gravity Falls erzählt. Das ist richtig cool. Also, ich habe davor nur manchmal so ein paar Ausschnitte davon gesehen und dann so dachte ich mir so, ja. Scheint nicht ganz so cool zu sein, aber ich habe mir dann letztens einfach mal, weil ich nichts zu tun hatte, was angeguckt und oha, das war schon, das hat mich schon geflasht. Es ist so, oh mein Gott, es ist echt scheiß Humor, aber mich spricht dieser Humor an. Ich wusste gar nicht, dass da auch jemand ist. Das ist ja süß von denen, dass die dem extra so ein Wasserding machen. Das ist halt voll mein Humor, muss ich schon sagen. Ist halt so, so stumpf und vor allem Mabel, Alter. Die ist so, lol. Die ist einfach so richtig hart funny. Warum kämpft er gerade eben? Ich wollte schon sagen. Also teilweise Mabels Aktion.
Und das ist teilweise halt echt so. Was passiert, wenn ich das mache? Das ist teilweise halt echt so richtig, richtig krank für so eine Kinderserie. Also ich hätte mir das als Kind nicht geben können. Ich habe mir da so eine Folge angesehen mit so eine Halloween-Folge halt. Die war schon nicht ohne. Da war so ein creepy Ding, was die verfolgt hat und die auffressen wollte. Und es hatte so eine komische Maske auf. Konnte sich auch so verformen, hatte so richtig lange, dünne Beine. Konnte sich größer machen. Es war richtig. Vielleicht packe ich das auf Thumbnail, wenn ich das irgendwo als PNG finde. Also wäre auf jeden Fall. Wäre auf jeden Fall cool. Ich muss jetzt gleich mal was gucken. Also, ich habe ja schon hier zum Beispiel Chihiros Reise ins Zauberland. Das war so. Ja, da fällt mir ein, dass das Ding war so eine Mischung aus diesem Opa da und aus diesen schwarzen Maskendingern da. Es war schon teilweise echt heftig. Das war alles lustig und so. Ohne Frage, aber trotzdem ist das schon eine Serie, wo man sich so denkt, wo. Also gut, SpongeBob ist grässlicher und ich glaube sogar, je älter die Sendung, desto heftiger wird's auch, aber. Ja. Ist jetzt nicht wirklich so creepy, wie ich das hier mal beschreibe, ne? Auf jeden Fall, falls ihr die Sendung nicht kennt, kann ich euch nur empfehlen, dass ihr die euch mal anguckt. Weil die ist echt, echt mega episch. Also ich kann die halt wirklich nur jedem empfehlen. Der Humor ist teilweise so dumm. Ist einfach. Teilweise sind auch richtig lustige Anspielungen. In einer Folge sind zum Beispiel so viele Tekken-Anspielungen. Gut, die spielen da auch irgendwie. Oder Street Fighter, ich weiß nicht genau. Ich glaube Street Fighter. Die spielen da halt auch so ein Arcade-Game an der Konsole, aber. So am Arcade-Automaten. Ja, daran kann es nicht liegen. Ne? Also, ja. Zum Beispiel, es gibt ja dieses Geheimlevel, war das, glaube ich, wo man ein Auto smashen musste. Und dann rennt da halt einfach so ein Typi an einem Auto vorbei, was gerade ein Junge frisch bekommen hat. Was halt, glaube ich, sogar Ähnlichkeit mit dem Auto da hat. Und dann macht er das einfach kaputt. Dann ist der Junge erstmal so richtig so sad. Mein neues Auto. Und dann sagt der Vater einfach. Ja, macht ja nichts, wir sind reich. Und dann ist der Junge wieder instant glücklich. Das ist einfach so stumpf. Und einfach so dumm. Ja. Also kann ich wirklich jedem empfehlen, der so ein bisschen einen dummen Humor hat, wie ich zum Beispiel.
Ach, Mensch. Ich hab jetzt recht viel sinnloses Zeug erzählt. Das tut mir auch leid. Ja. Warum das 15 Gold? Normalerweise eh niemand. So, ja, dann würde ich sagen. Was das mit diesem Video? Tut mir leid, also ich habe noch eine Aufnahme, da habe ich ein bisschen mehr geredet und so, aber ey, wenn ihr vergleicht, die Aufnahme war, keine Ahnung, um 8 Uhr und jetzt haben wir ein bisschen später und ich bin seit 8 Uhr morgens wach und ich habe nur ein paar Stunden geschlafen. Also, ja, tut mir leid dafür. Und ich hoffe, ich kann beim nächsten Mal wieder mehr reden und bla und blub und dies und das. Und ja, dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal.